Freue mich also jetzt hier auf Lego 2K Drive. Ist auf jeden Fall ein Spiel für die ganze Familie. Das war wirklich selten wahrer als bei diesem Spiel. Warum ist das nur windowed? Kriege ich das groß? Ja. Weil also mir hat's Bock gemacht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Kids auch mega geil ist. Einfach schon allein dieses Feature, sich eigene Autos da und Boote und so weiter zu bauen. Wir gucken mal rein. Es ist so eine Mischung aus, es klingt jetzt bescheuert, aber Forza Horizon, also was die Open World, was das Open World Renn-Ding angeht, und Super Mario Kart. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ja, habe ich doch gelesen, den Endnutzer-Lizenzvertrag, weiß ich doch. Ist doch ganz klar. So. Ah, okay, das hätte ich vielleicht doch nicht weg dingsen sollen. Jetzt kann ich nicht online spielen. Egal, wir spielen vielleicht erstmal Singleplayer, ist ja auch nicht schlecht. Wollen wir direkt loslegen und dann gehen wir erstmal in die Werkstatt. Was ist denn da direkt zu sehen? Wer soll sich das denn merken? Sunny Monkey und Anki Monkey. Willkommen in unserer Werkstatt, wo wir dich einladen, ein sensationelles. Habt ihr keinen Sound oder ist es zu leise, ne? Ich sehe es schon, warte. Außerdem gibt es hier auch sensationelle gratis Bananensmoothies. So viele Sensationen machen müde. Ich mach eine Pause. Kein Problem, Onkelchen. Ich übernehme. Da du zum ersten Mal in der Werkstatt bist, zeige ich dir was Einfaches. Zum Beispiel, wie schnell du die Lackierung änderst. Okay. Ich freue mich so. Kleine Erinnerung. Du kannst eine Einführung jederzeit über das Menü Optionen beenden. Was ist deine Lieblingsfarbe? Wir werden das Fahrzeug noch schnell... Wir brauchen dazu das Lackieren-Werkzeug. Wähle jetzt das Lackieren-Werkzeug. Lackieren wir alle roten Teile in einer anderen Farbe. Bewege das kleine Kreis im Kreisding über den markierten roten Stein. Profi-Tipp. Drücke alle dieser Farbe. Siehst du? Ging blitzschnell. Jetzt hübschen wir die roten Steine. Wie wäre es mit einem coolen Metallic-Lack statt Rot? Wähle die Metallic-Seite. Wenn du die Auswahl bewegst, verändert sich als Vorschau auch die Farbe des Fahrzeugs. Oh, wir machen's Gold. Wähle die Farbe. Das gefällt mir. So kannst du dein Fahrzeug... Willst du dein super aussehendes Fahrzeug speichern? Durch Abbruch wird das Tutorial beendet, ohne dass... Okay, wir machen jetzt kein Tutorial, das ist ja Quatsch. Du kannst noch viel mehr in der Werkstatt lernen. Alle Einführungen findest du... Okay. Du hast herausgefunden, wo wir deine freigeschalteten Fahrzeuge aufbewahren. Also die, die du in Rennen gewonnen hast, weil du ein Supertalent bist. Hier kannst du lernen, wie du mit Anleitungen die Fahrzeuge baust, die du dir verdient hast, oder wie du sie modifizierst. Drücke auf einem beliebigen Fahrzeug annehmen, um das Aktionsmenü zu öffnen. Mit modifizieren kannst du... Und wenn... Siehst du? Etwas zu lernen? Ja, ja. Ganz genau. So. Was kann ich hier modifizieren? Kann ich das jetzt richtig... Warte mal. Das müsste doch... Ich die Reifen zum Beispiel austauschen? Gesamte Auswahl aufheben? Nee. Ah, hier. Was kann ich denn... Wo sind hier Reifen?
Okay, haben wir erstmal den Spoiler. Hier, so. Duplizieren. So, ich kann ja wirklich nur dahin bauen, wo man auch... Ich kann es nicht einfach... Ich bin so Zelda gewöhnt, dass ich einfach alles an alles kleben kann. Aber in dem Fall musst du ja wirklich... Sollen wir einfach erstmal losfahren, bevor wir hier schon rumschrauben? Ich glaube doch, oder? Wir gucken erstmal. Vielleicht baue ich jetzt hier 10 Stunden lang rum und dann kriege ich ja... Kriege ich ein tolles Auto einfach so geschenkt oder so. Von einem riesigen Funkturm über Satelliten im All sendet das Achtung-Nachrichtennetz. Hallo Bricklandia, ich bin Vicky Wheeler. Und ich Parker K. Heute reden wir über... Dein Vaterland. Du bist richtig schnell. Du kannst gut bauen. Und zertrümmern. Und du willst das hier. Ach je, er ist ja oben im Himmel. Macht nichts, oh. Es gibt auch ein Rennen im Himmel. Den Sky Cup Grand Prix. Alle Teilnehmer sorgen für ihr eigenes Transportmittel zum Sky-Stadion. Aber um dir den Sky-Pokal zu holen, musst du ein paar echt krasse Fahrer besiegen. So wie die krassen Typen hier. Hey, die rammen sich absichtlich. Ja, einfach krass. Frech. Und dein Hauptkonkurrent ist der bisher ungeschlagene... Obwohl er sicher betrügt, niemals beim Mogeln ertappte... ...amtierende und unsympathische Champion... Shadow Z! Ganz recht! Shadow Z! Au, ich werde dich sowas von fertig machen! Du bist ein namenloser Niemand, der mir auf einmal völlig unbegründet Ärger macht! Okay, Z, mach mal Platz. Ja, Clutch Racington, ehemaliger Rennstar, jetzt charismatischer Trainer für neue Renntalente. Was gut für dich und auch gut für die Story ist. Das gibt eine Einführung. Nein, nein, nein. Na, vielleicht doch. Aber keine langweilige, glaub ich. Jedenfalls hast du ohnehin keine Wahl. Also los. Okay. Da ist Clutch Racing. So, unten der blaue Balken ist mein Boost. Dann kommen, wenn man X drückt, kommen hier diese Raketenteile raus. Und da ist Clutch Racing. Hier ist er schon rein. Gedings. So, die Autos switchen alleine, je nach Geländeform. Turbofeld, das beste Rennsportzentrum der Welt. Hier gibt es alles. Eine erstklassige Crew, die alles über den Rennsport weiß. Snacks von der weltberühmten Ziellinie. Und die Radkappenkuppe, perfekt für richtig weite Sprünge. Wir haben sogar eine Werkstatt, wo du dir einen fahrbaren Untersatz bauen kannst. Und mein persönlicher Favorit, der Klatschturm, das Herzstück des Ganzen. Der Klatschturm. Vergiss mich nicht. Ich bin Stud, deine super tolle Unterstützungsdrohne. Stud wird dich umführen und deine Systeme überwachen. Stehst zu Diensten. Oh oh, Stud ist wohl ein bisschen staubig. Ich mache ihn nach diesem Intro sauber. Bis dahin, lass mal sehen, wie du aussiehst. Wagemutiger Skorpion-Stuntfahrer. Miriam Musterstein.
du mal da. Okay, Renntalent. Siehst du die orangene Markierung? Na toll. Jetzt hat er mir gesagt, wie man Leute in gelben Ringen anspricht. Was er mir aber nur gesagt hat, weil ich schon wusste, wie man Leute in gelben Ringen anspricht. Das ist ja gut. Hey Champ, driften zu lernen ist viel cooler als Längsparken zu üben. Yeah! Schöner Drift! Das war's so toll! Gut gemacht! Seit ich heute früh in den Spiegel geschaut habe, habe ich kein Drift-Talent mehr gesehen. Jetzt kannst du herumdriften und alles erkunden. Bereit bist, triff mich im Klappsturm. Wir starten ein Rennen. Okay, ich bin bereit. Klatsch Racing. Wo ist der Klatschturm? Da links. Mal sehen, ob du gut genug bist, eine lebende Legende wie mich zu besiegen. Ich lasse dich sogar meinen Liebling, den McLaren, fahren. Ich werde etwas fahren, das nicht ganz so erstklassig. Bei weitem nicht. Ich hoffe dir. Fahre in die Startzone neben Klatsch. Ich will den McLaren. Okay, erstes Rennen, Leute. Des heutigen Rennens. Ich bin Vicky Wheeler. Und ich Parker K. Bricklandia. Parker K. Warum nicht einfach Parker? Heute liegen alle Augen auf Klatsch Racingtons neuem Rennass. Ganz genau, Vicky. Klatsch glaubt, seine Neuentdeckung schafft es bis in den Sky Cup Grand Prix. ANM berichtet weiter über diese spannende Geschichte. Und wenn Sie bereit für das Rennen sind, sind wir es auch. Perfekt. Wo bin ich? Super Start. Oh, was? Hier kommt ein Sprung. Mann, wie ich noch kein Power-Up gekriegt habe. Jetzt mal. Go, baby! Boah, wie ich nichts getroffen habe. Ey, wie man den nicht kriegt! Da geht er in die Führung.
Also in Führung, meine ich. Ich hupe aus Versehen, weil ich immer den Stick reindrücke. Das geht mir leider immer so, dass ich, wenn ich angespannt bin, drücke ich immer den Analogstick rein. Aber es kann nie falsch sein, im Straßenverkehr zu hupen. Okay. Clutch Racing, Rivale besiegt. Aber jetzt mal Real Talk. Was geil ist, es gibt verschiedene Mechanics in dem Spiel. Also, man kann springen, man kann mit L und R sliden, man kann boosten und man hat Extras. Und das alles kombiniert ergibt ein richtig nices Fahrgefühl, weil ihr slidet in die Kurve, boostet euch raus, springt hoch, in der Luft feuert ihr Raketen runter und so weiter. Das macht schon richtig Bock. Es ist nicht so anspruchsvoll wie, weiß ich nicht, eine richtige Autosimulation natürlich. Aber das gefällt mir gerade gut, weil es ist ja für alle nicht anspruchsvoll, wodurch dann ja doch wieder eine Competition entsteht. Aber man braucht nicht lange, um es zu begreifen zumindest. Aber ich habe in New York, habe ich ja an so einem Turnier teilgenommen, da haben wir so an verschiedenen Tischen gegeneinander gespielt. Und da habe ich den letzten Platz gemacht. Da waren ein paar Leute, die waren richtig gut. Man kann also hier auch ohne Ende abkürzen und je nachdem, wann man boostet und so weiter, macht das schon den Unterschied. So. Hier ist die eine der Open Worlds. Es gibt noch mehrere. Das ist jetzt hier Turbofeld. Aber man sieht hier Bricklandia hat hier noch mehrere Open Worlds, die jetzt alle noch hier verdeckt sind. Aber wir können jetzt erstmal... Lass uns erstmal hier das Rennen einmal eins machen, oder? Hier auf einen der markierten Welt heraus. Okay, wir müssen auf der Trümmertour. Schließe die Weltkarte und folge dem... Okay. Schnellwende. Ach ja, die gibt's auch noch. Bei Viereck machst du so einen Power-Slide, beziehungsweise so eine fast 180-Grad-Drehung, was ganz geil ist. Und notwendig. Okay, Champ. Zeit zum Zertrümmern. Ich versuch mit der Schnellwende von Pilz zu Pilz zu schwenken. Ein paar Sachen kaputt, um Boost-Treibstoff zu erhalten. Nein! Das war so gut. Das drauf. Mit der Schnellwendetaste kannst du besser lenken. Sachen zertrümmern macht nicht nur Spaß. Es repariert auch dein Fahrzeug und füllt deine Bußanzeige. Es tut mir leid, dass ich da mal die Hupe drücke. Aber es ist auch wirklich sensibel, der Stick. Das ist wirklich unangenehm. Bei FIFA passiert mir das auch immer, dass dann, wenn ich den Stick reindrücke, dann, dass er sich den Ball so vorlegt. Das ist mir auch schon tausendmal passiert. Ich weiß gar nicht, was man groß dagegen tun kann. Das zeigt einfach nur, wie angespannt ich beim Zocken bin. Nee, das habe ich doch schon. Was muss ich jetzt machen? Schließe diese Aktivitäten ab. Achso, Flair-Vergnügen, wo ist das? Hier das.
Da. Brickbox. Ankis Autoteil, kauft dir tolle Sachen, verwende die tollen Sachen im Spiel. Nein. Guck, nur wegen diesem dummen Menü bin ich jetzt gegen die Wand geklatscht. Zwischendurch Events. Was ist das für ein Event? Weiche Gefahren aus und erreiche rechtzeitig den Hügel? Nee, doch. Den Gipfel des Hügels. Lol. Oh shit. Oh shit. Lol, 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 lol. Ich hab nicht mal mehr einen Fahrer. Okay, können wir nochmal... Ich würde gerne nochmal neu anfangen. Kann man neu anfangen? Ach, da steht's doch, Neustart. So. Jesus Christ! Oh nein! Das ist so scheiße. Ich bin so schlecht! Puh, jetzt! Auch sehr sensibel der Analogstick bei mir eingestellt, glaube ich. Passiert euch das nicht? Passiert euch das auch ständig oder bin das nur ich? Fülle die Boost-Anzeige, tippe und halte. Los, hol dir Stiel, meine Flickers. Ich habe hier schließlich einen Laden zu führen. Was soll ich denn machen? Da. Dieses Flair ist der Hammer! Ich vertrümmere Schweine, um dein Fahrzeug zu reparieren und erhalte mehr Boots! Tschüss! Tschüss! Oh! Dem Gebäude drauf? Ja, da habe ich so. Etienne gewinnt. Können wir das einmal bitte screenshotten? Wow, du hast cooles Flair gefunden. Besuche jederzeit mein Stick ist auch sehr sensibel, schreibt Section 9. Und cooles Zeug. Kids sagen doch cool, oder? Flair, sagen sie. So, was können wir jetzt machen? Jetzt können wir das Rennen einmal eins weiterfahren. Alles klar, Champion. Du bist bereit für mehr. Wenn du soweit bist, komm zu mir in die Werkstatt.
Okay. Renn einmal eins. Power-Ups. Hä, nee, Moment, das hatte ich doch schon. Hä? Zeit für ein Rennen beim Turbofeld. Ich bin Vicky Wheeler. Und ich. Moment, das hatte ich doch schon. Ich will das nicht nochmal, ich habe das schon gewonnen. Wollen wir nicht nochmal machen. Alles klar, Champion. Du bist bereit für mich. Aber hier steht doch CB. Ah, okay, shit, ich bin dumm. Komm zu mir in die Werkstatt. Ist das jetzt die schwerere Version? Ist das jetzt die B-Version? Wir fahren erstmal in die Werkstatt, was soll's. Träumes, Baues, Fahres. Das macht einen Riesenspaß. So. Ah, jetzt können wir quasi für die Straße komplett von vorne anfangen. Hier gibt es schon so Templates. Okay, und jetzt können wir zum Beispiel... Das ist ja schon mal ganz gut. So. Und dann brauchen... nee. Dann brauchen wir sowas hier. Wie drehe ich den? Da. Ich würde gerne vorne noch ein bisschen größere Reifen haben, aber... So, warte. Wir bauen jetzt hier so eine geile... Oh, das ist geil. Das könnte der Motor werden. Nee, wie mache ich das wieder rückgängig? Mit Hupe. Es gibt hier sogar die... Diesen, was ist denn das? Lego-Technik-Kram? Was ist denn das? Was ist das? Ist das eine Zwiebel? Ich habe keine Ahnung, aber ich baue sie einfach drauf. So geil. Weiß nicht mal, was das ist.
Nee, da. Ja, das ist nicht ganz hübsch. Das ist noch nicht fertig. Brauchen irgendwie noch... Ja, Mann. Sowas brauche ich. Das ist gut. Sowas. Kann man richtig... Warte. Kann man hier eigentlich... Ah, so. Das ist zu groß. Ist zu groß, ist zu groß. Was haben wir noch? Was ist denn das? Flares? Achso. Motorhaube, Windschutzscheibe. Warte mal, wie kriege ich dieses Teil hier wieder weg? Wenn ich ein bestimmtes Teil will, ich wieder wegkriegen. Nee, nicht rückgängig machen. Ich will nur ein bestimmtes Teil. Geht das überhaupt? Jetzt nicht wie. Ja, sieht schon killer aus auf jeden Fall. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine Windschutzscheibe. Also kann ich die nicht da... Ja, so. Komm. Lenkrad ist was für... lame. Na, obwohl, warte. Wir haben noch Platz für ein Lenkrad, dann ist es doch nicht für lame. So, jetzt machen wir das Ganze auch noch geil. Und zwar... Was ist denn mit... Hä? Durchsichtig? Wie kann denn eine Farbe durchsichtig sein? Wie kann ich jetzt einfach die Teile... L1. So, jetzt habe ich es. Ich will aber nicht alles auswählen, ich will ja nur bestimmte Teile. Mit Auswahl.
ist doch alles rot. Egal. Vielleicht sollte ich alles rot machen und die Teile, die ich nicht rot haben will, einfach. So. Egal, wir lassen das jetzt so. Ich werde jetzt mit dem Ding fahren. So, speichern. Testfahrt. Okay. Fucking Batmobil habe ich hier gebaut, ey. Hier durch den Reifen. Okay, Test bestanden. Alles klar, Champion. Du bist bereit für mehr. Wenn du soweit bist, komm willkommen in der Werkstatt. Wenn du dir ein Fahrzeug baust, diese Werkstätten, die du bist hier. Also, Renntalent, bist du bereit für die Schnellreise zu den Sandsteinweiten? Klasse. Stad zeigt dir, wie du schnell zu den Sandsteinweiten reist. Wir sehen uns dort. Okay, das dauert nicht lang. Genau wie deine Reise. Drücke die Weltkarte, du bist in der Werkstatt vom Turbofeld. Von Werkstätten aus kannst du Schnellreisen an andere Orte machen. Neues Gebiet. Guck mal, das ging ja schnell. Das sind die Sandsteinweiten. Ein ganz neuer Ort für Erkundungstouren, Rennen und neue Aktivitäten. Für die Schnellreise brauchen wir eine Werkstatt. Ich zeig dir die erste, aber die anderen musst du selber finden. Bam! Deine erste Werkstatt in den Sand. Bewege jetzt deinen Cursor auf die neue Werkstatt in den Sandsteinweiten und starte. Du hast es zu den Sandsteinweiten geschafft. Am liebsten würde man für immer hier bleiben. Was? Aber lass dich von der beschaulichen Landschaft ja nicht täuschen. Hier werden überall Rennen gefahren. An den gewaltigen Steinmonumenten vorbei. Die herrlich schillernden Flüsse entlang. Und auch in der Stadt tritt man gegeneinander an. Hey Champ, ich weiß, dass du das Zeug dazu hast, den Sky Cup Grand Prix zu erreichen. Den Sky Pokal zu gewinnen und zum größten Rennstar in Bricklandia zu werden. Jetzt zeig es auch allen anderen, indem du Rennen fährst, Zielflaggen gewinnst und in den Grand Prix Arenen antrittst. Dein erstes Rennen ist das Staubteufelrennen. Der Name klingt gefährlich. Das ist es auch. Drücke die Weltkarte-Taste um. Fahre mit dem Cursor über das Staubteufelrennen und platziere. Jetzt kannst du dein erstes Rennen leicht finden. Drücke Weltkarte um die Weltkarte. Start und ich sind immer da, wenn du uns brauchst. Jetzt geh und werde der Champion, der du schon bist. Chip Hauser. Chip Hauser, deine Tage sind gezählt. Marcel 385, sorry. Vielen Dank für deinen Sub. Ziemlich was los hier beim Staubteufelrennen. Ganz genau, Parker. Die Schweinezucht arbeitet vollen Gestank voraus.
Es gibt verschiedene Tornado-Warnungen und obwohl auch noch ein Rennen angesagt ist, ist Chip Hausers Flugschule geöffnet. Vicky, ich konnte vor dem Rennen mit Chip Hauser sprechen. Ich konnte ihn zwar kaum verstehen, weil er den Mund voll hatte und ständig gekaut hat, aber eins ist klar, er ist siegeshungrig. Lasst mich durch. Ich bin siebter. Ich komme überhaupt nicht nach vorne. Zweiter. Ey, was ist das? Was geht? Was ist das? Nein, ich bin übers Item gesprungen, ich Trottel. Da ist das Ziel. Souverän. Stark einfach. Oh, ich habe ein neues Auto gewonnen. Gewonnen. Also kriegst du meine Zielflagge, oder? So läuft das, glaube ich. Pass gut drauf auf, ja? Sie ist frisch gewaschen. Nein, ist sie nicht. Vielleicht sollte ich es mal mit diesem Bemühen versuchen, das mir immer alle empfehlen. Dieses Bemühen. Du hast deinen ersten Rivalen besiegt. Nicht das gleiche wie mich zu besiegen, aber du hast eine Flagge. Ich füge diese Zielflagge deiner Sammlung hinzu. Sie ist sehr hübsch und bringt dich einen Schritt näher an die Qualifikation für die sandsteinweiten Grand Prix Arena. Eins noch. Du musst erst noch etwas Erfahrung sammeln, um mit deinen nächsten beiden Rivalen mithalten zu können. Es ist an der Zeit, EP zu sammeln und dein Level zu erhöhen. Finde zwischendurch Events, Missionen und Herausforderungen, indem du die Welt erkundest. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzu... Ich habe die nächsten beiden Rennen auf deiner Karte markiert. Das zum Freischalten eines Rennens benötigte Level wird auf dem Rennsymbol angezeigt. Du siehst dein aktuelles Level in der EP-Anzeige oben rechts in der Weltkarte. Alles verstanden? Toll! Dann mal los! Und kann ich jetzt wieder hier hin? Zertrümmertour, Driftfeld, Flairvergnügen.
Radkappenaufstieg. Hab ich schon alles gemacht. Na, dann gucken wir einfach mal, was wir hier noch so finden, oder? Was ist mit dem? Hat er eine Quest? Holt euch hier eure Kaktusfeigen. Why? Meine Mama macht das größte und leckerste Omelette in ganz Bricklandia. Das einzige Problem ist, dass wir keine Eier mehr haben. Aber ist das schon der Auftrag? Jetzt habt ihr auch keine Toilette mehr. Was ist das denn hier? Ist das eine Bratpfanne? Oh, was ist hier? Es scheinen mir alles Missionen zu sein, aber auch irgendwie kann man die nicht richtig... Was muss ich machen, um die quasi zu erhalten? Dann fahren wir nach oben. Alter, da ist ein UFO. Oder? Ich fahr zum UFO. Alter, was geht hier auf? Was ist das? Was ist das? Alles sein, was es hier mit diesem UFO auf sich hat. Ja, vielleicht brauche ich erst irgendeine Mission dafür? Nein!
war doch eine Zwischenmission. Gelände-Rally. Hier. Da holt er direkt Gold. Oder Bronze. Da muss man aber schon einiges machen, um hier Level aufzusteigen. Oder? So, das sind jetzt die Standardfahrzeuge. Ich habe ja noch nicht... Wieso kann ich denn eigentlich nicht... meins benutzen, was ich gebaut habe. Hier vielleicht. Da. Geil. Jetzt müsste es eigentlich kommen, wenn ich auf Asphalt gehe. Da ist es! Yeah! Guckt euch an, wie wunderschön es ist. Das ist wie die alten McLaren, oder? War das McLaren mit dem Marlboro drauf? Da ist die Stadt. Willkommen in den Sandsteinweiten, wo man echt schnell Sand im Getriebe hat. Guck mal, ein Tumbleweed. Einfach Erfahrungspunkte, wenn man einfach Sachen zerstört. Hier. Das macht so Bock, aus so einem Slide heraus den Boost zu zünden. Weil er so direkt in diese Richtung startet, wie man die auch... Ich würde gerne mal ein Rennen machen nochmal. Irgendwas versteckt, das riecht doch schon. Ah, was? Halt, 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 halt! Halt!
Oh. Ja. Was ist das? Silberzahnräder. Jetzt bin ich Level 4. Was ist das? Roter Stein, grüner Stein. Machen wir einfach mal. Überquere vor allem anderen die Ziellinie. Hä? Hä? Wieso explodiere ich denn dauernd? Irgendwas mache ich nicht. Bewege dich, wenn Tube sich abwendet. Halte an, wenn Tube sich wieder umdreht. Ah, okay. Das ist ja lustig. Okay. Wo ist denn Tube? Der oben rechts. Nein, nein, nein. Tube hat nichts gesehen. Come on. Nein, hat er mich reingelegt. Nein, so schnell kann man doch nicht bremsen. Boy. Das heißt, hieß bei uns früher 1, 2, 3 für Ochsenberg. Oh, das ist ja so fies. Wie soll man das denn schaffen? Okay, nochmal. Komm. Nochmal von vorne. Langsam fahren bringt nichts. Boah. Ich glaube, Boost darfst du nicht verwenden, weil dann ist der Bremsweg. Achso, ihr meint langsam fahren, damit der Bremsweg nicht so groß ist. Ja, das könnte tatsächlich stimmen. Boosten darf man nämlich nicht. Ihr habt recht, man darf nicht zu schnell fahren. Nein, 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 nein. Oi, 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 oi. Den mitten in der Schleim. Nein! Mann, das ist unschaffbar.
Das ist wirklich unschaffbar. Ja komm, 13 Sekunden kann ich gucken. Einmal noch. Beruhig dich doch. Ups. 275 Meter. Achtundvierzig Meter. Schaff ich. Oh, das war knapp. Etienne gewinnt. Naja, okay, aber das war ja echt mal wieder ein ganz lustiges Minispielchen. Von denen gibt es, glaube ich, richtig, richtig viele. Aber das Hauptding sind natürlich hier diese Rennen. Eins machen wir noch. Ich bin bereit für die Sandsteinschleife. Bist du es auch? So. Bot Loops. Max Speed! Oh mein Gott! Wusstest du, dass es erst die Sandsteinschleifen gab und in der Mitte der Strecke dann später Sandstein City entstanden ist? Klingt logisch, Parker. In der Mitte einer Strecke ist immer so viel Platz. Wieso sollte man den nicht nutzen und ein Gewerbegebiet daraus machen? Ich sag dir was. Noch vor Ende des Rennens ist diese Idee voll im Trend. Ebenfalls im Trend ist der heutige Rivale, Max Speed. Und das verdient. Max Speed ist immer rasend schnell. Sogar beim Schlafen, Atmen und Essen. Bitte vor Beginn einer Raserdiät einen Arzt konsultieren. Die alle einen super Start machen. Noch nicht so richtig habe ich gecheckt, was der Geist bringt, außer dass ich unsichtbar werde. Wahrscheinlich ist es keine Items. Oh. Tap, 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 tap. Ja, klar! Yeah. Da links ist eine Schanze. EMP. It's like EMP Dynamite. Oh, Scheiße. Gut gemacht. Da ist die Schanze. Das war der Hammer. Das nenne ich Ende. Nein, jetzt. Du führst das Feld an. Konzentration, Kid.
Da fährt er in die Zielgerade gleich. Unbesiegbar. First try first. Und wieder ein neues Fahrzeug gewonnen. Max Speed, more like Max Slow. Ja, der Erfolg gibt mir recht. Fairplay. Du hast das Zeug zum Profi. Hörst du, was ich sage? Du machst bald richtig Brickbugs. Ich lege diese Zielflagge auf den Zielflaggenhaufen. Je größer er wird, desto näher sind wir an der sandsteinweiten Grand Brick Arena. Du hast ein paar coole Fahrzeuge gesammelt. Ich zeige dir, wie du sie in deinem Rennpaket ausrüstest. Öffne zuerst das, wähle die Option. Hier kannst du alle drei Fahrzeugtypen und deinen Fahrer wählen. Du kannst verschiedene Rennpakete mit jeweils eigenen Fahrzeugen und Fahrern erstellen. Oh, und jedes Fahrzeug hat andere Statistikmodifikatoren, die seine Leistung beeinflussen. Achte darauf, wenn du ein neues Fahrzeug verdienst, kaufst oder baust. Ah ja. Da oben rechts sieht man das. Beschleunigung, wahrscheinlich Lenkverhalten, Drift, Energie. Das letzte weiß ich nicht so genau, inwiefern Energie eine Rolle spielt. Der sieht auch nice aus. Yo. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit Lego 2K Drive. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Tatsächlich macht aber der Multiplayer-Modus am meisten Spaß, weil das kann ich schon mal sagen, wenn man das irgendwie mit ein paar Freunden spielt, gegeneinander, dann ist das echt so Mario Kart-mäßig richtig Gaudi. Aber meine Kinder werden es auf jeden Fall auch lieben. Aber mir hat es auch Spaß gemacht. Also wie gesagt, es sieht leichter aus. I make it look easy. Aber mit dem Boost, mit dem Springen, mit dem Sliden und so weiter, das macht schon richtig Spaß, diese Mechaniken. Und es gibt eine Menge zu tun auf den Open World Maps. Ihr könnt es ja abchecken. Lego 2K Drive, wenn das was für euch ist, habt ihr hiermit jetzt mal einen ersten Eindruck bekommen. Also viel Spaß seit 19. Mai. Für alle Plattformen erhältlich. Ich habe es bislang auf der PlayStation 5 gespielt und auf dem PC. Gut, beim PC hängt es von der Hardware, bei der PlayStation 5 war alles butterweiche 60 Frames. Bei den anderen Versionen weiß ich es nicht. Kann ich nichts zu sagen, aber es gibt es auf jeden Fall auch für Switch und Xbox und ja, PlayStation, wie ja schon gesagt, und PC.